Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Marina und ihr seid heute nicht in einem Strickvlog oder Strickpodcast gelandet, sondern in einer kleinen Sonderfolge. Heute soll es darum gehen, was ich alles so in meinem Stash habe und was ich damit vielleicht vorhatte oder noch habe oder wo ich vielleicht auch einfach gar nicht weiß, was ich damit mache. Und zusätzlich, da gestern oder beziehungsweise heute Nacht das Gewinnspiel, also der Zeitraum vom Gewinnspiel ausgelaufen ist, habe ich gedacht, machen wir heute auch noch die Verlosung von unter den Kommentaren. Genau, dafür habe ich eigentlich alles schon vorbereitet. Ich würde jetzt einfach mit meinem Stash anfangen. Ich habe grundsätzlich zwei Schubladen, in denen ich meinen Stash aufbewahre. Ich füge mal Fotos ein, anhand der wir auch durchgehen werden, was ich alles hier so habe. Ich kann ja nicht jedes Knäuel in die Kamera halten, deswegen werde ich insbesondere die Wolle in die Kamera halten, wo ich ein bisschen mehr von habe oder wo ich einfach ein bisschen was zu erzählen habe. Genau, also zurück zu den Schubladen. Ich habe zwei Schubladen, in denen ich alles aufbewahre. Eine Schublade davon sind ganze Knäule oder einfach Wollen, wo ich noch größere Mengen von habe. Und die zweite Schublade, da ist so ein bisschen Krimskrams drin und irgendwie ein, zwei Sachen von Perlen über, keine Ahnung, ich habe mal ein bisschen Makramee gemacht, so ein bisschen Sachen, die da über sind. Aber halt auch die Wollreste, eigentlich meist von Sockenwolle, wo dann was überbleibt von einem Paar. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, bei einem Pullover bleibt was über, ein kleiner Rest, den ich dann einfach aufhebe, falls mal ein Loch im Pulli ist oder irgendeine Naht auf oder so ein Fanditer Faden aufgeht, damit man das nochmal flicken kann und nicht suchen muss, ob man irgendwas in der Art findet, sondern einfach noch ein Stück von dem Originalgarn hat. Genau, beginnen werden wir jetzt mit der Schublade, wo, sage ich mal, der Stash an sich drin ist. Das andere sind ja nur so Überbleibsel. Ich selber habe mir das Foto hier auch einmal auf das Tablet gezogen, einfach um so ein bisschen mich daran langhangeln zu können und vielleicht besser darauf eingehen zu können. Ich schlage vor, wir gehen einfach von links nach rechts. Und ganz links ist die Qualität Mohair, sage ich mal. Alles, was ich so an Mohairwolle überhabe oder gekauft habe und nicht verwendet habe. Diese zwei Kategorien gibt es hier quasi. Jetzt bin ich ein bisschen gegen das Stativ gegengekommen. Also, einmal habe ich hier meine Qualität Silkhair in den drei Farben, die ich auch für den Spot Sweater verwendet habe. Ich habe ja die Cumulusbluse angefangen aus dem hellblauen. Hier wird wahrscheinlich ein Knäuel überbleiben, dieses hier. Den Rest, glaube ich, habe ich dann mehr oder weniger verstrickt. Da hatte ich ja auch was zugekauft. Ansonsten habe ich halt noch diese zwei Blautöne übrig. Das ist Farbe 43 und 27. Damit habe ich noch gar nichts geplant. Ich glaube, ich habe beide Farben zusammen ungefähr 5 Knäuel noch da. Die unterscheiden sich ja tatsächlich auch nicht so wahnsinnig doll. Im Farbverlauf bei meinem Spot-Sweater sieht man das auch, dass oben der Kontrast der Farben noch deutlich größer ist, einfach weil hellblau zu diesem Mittelblau hier wechselt. Aber der Unterschied zwischen den zwei Farben ist dann nicht mehr so stark. Genau, da weiß ich also gar nicht, was ich damit mache, auch weil ich, glaube ich, festgestellt habe, dass ich nicht der allergrößte Mohair-Fan bin. Alles, was so sehr haarig ist, ich habe ständig irgendwie so ein Fussel davon im Mund und auch so am Hals kann ich es nicht so gut haben. Deswegen hatte ich ja zum Beispiel den Spot-Sweater auch kürzer gestrickt und nicht mit diesem Rolli, nenne ich es jetzt mal, oder diesem Kragen. Jo, und dann habe ich noch das Mohair von GGH, Mohair Melange, in diesem schönen Grauton. Davon habe ich noch 6 Knäuel. Ursprünglich wollte ich damit mal einen Teststrick stricken. Und zwar war das ein, ich glaube, es war ein Poloshirt. Da hatte ich das gekauft,
zusammen mit einem grauen Fingerwing Weight oder einer grauen Fingerwing Weight Wolle. Und ja, das wollte ich eigentlich mitstricken. Dann kam die Wolle recht spät an. Ich hatte nur noch super wenig Zeit für ein ganzes T-Shirt und habe dann gesagt, sorry, schaffe ich nicht mehr. Genau, und ich glaube, ich habe diesen Color Number, war es 3? Color Number 3, aus der grauen Wolle dann gestrickt. Das war ja auch eigentlich mit einem Mohair, war mir aber viel zu haarig mit dem, deswegen habe ich es weggelassen. Und auch hierfür weiß ich noch keine richtige Verwendung. Das muss ich mal gucken, also ob ich es irgendwo zunehme. Wie gesagt, ich glaube, klamottenmäßig kann ich es mir nur vorstellen, wenn es nicht am Hals direkt ist, sondern weiter unten. Da muss ich mal gucken. Ja, dann als nächstes auf dem Foto folgt hier so ein bisschen die einfarbigen Sockenwollen. Ich habe hier tatsächlich Farben, die auch ganz gut zusammenpassen würden. Ich habe jetzt mal zwei als Beispiel genommen. Diese zwei Stränge habe ich hier zum Beispiel. Da habe ich, glaube ich, auch noch eine dritte Farbe von. Genau, ein Grau hatte ich davon noch. Das ist 25% Polyamid und 75% Alpaka von der Katja Concept Alpaquina. Genau, das hatte ich, glaube ich, mal in Griechenland gekauft. Da habe ich tatsächlich überlegt, weil ich ja noch, ich habe noch ein grünes Garn und ich habe noch ein graues, ob ich da mal so einen, wie nennt man das, so einen Pullover stricke aus den Resten sozusagen. Also es sind jetzt keine Reste, aber es sind halt viele Einzelknäule und ich habe von einem Strickcamp auch noch so ein dunkelbraunes, das sieht man glaube ich auf dem Foto ganz oben einmal. Genau, also da hatte ich überlegt, ob ich da vielleicht mal so einen, wie heißt das, Happy Scrappy, irgendwie so ein Pullover quasi strick. Da muss ich aber mal gucken, das müsste ja wahrscheinlich irgendwie gestreift sein oder so. Mal schauen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Genau, weiter in der Ecke Sockenwolle, nenne ich es jetzt mal, sehen wir da, dass da ein paar einfarbige Aktivsockenwollen sind. Also ich habe hier als Beispiel dieses Lila, da ist noch ein Grün, da ist ein Weiß. Genau, das sind einfach noch ein paar, ja, naja, Reste nenne ich es jetzt mal nicht, aber es sind ein paar Knäuel über. Das war mal ja, so Wolle, die ich geschenkt bekommen habe. Gerade so lila Töne sind nicht ganz meine Farben. Ich überlege, daraus vielleicht auch nochmal Mustersocken zu stricken und die zu verschenken an jemanden, der ja, das ein bisschen mehr trägt, beziehungsweise mehr die Farben sind von dem. Aber ich denke, ja, da kann man auf jeden Fall jemanden finden, der sich darüber freut. Wie gesagt, ich persönlich mag einfach diese ja, lila Töne nicht so gern. Ja. Jo, dann hatte ich jetzt hier noch einmal gefärbte bzw. Mustersockenwolle, also Industrie. Jetzt hier zum Beispiel dieses Lana Grossa Knäuel. Ansonsten habe ich noch eins in so verschiedenen Blautönen. Und die zwei Knäuel, die ich im letzten Video gezeigt hatte. Ja, alles, was ich jetzt so im letzten Video gezeigt habe, habe ich eigentlich mehr oder weniger nicht hier mit reingenommen. Einfach, weil ich es ja quasi schon gehört habe oder gesehen habe, dass ich die Wolle habe. Und genau, das, ja, ich dachte, das ist nicht nötig. Dann habe ich noch etwas aus der Kategorie handgefärbte Wolle. Ich hatte ja, so ein Set mal geholt von Dornröschenwolle. Das ist eine Woll- oder Handfärberin, die hier aus Nienburg kommt. Da habe ich noch ein ganz, ganz buntes Garn. Das habe ich schon mal gewickelt gehabt, weil ich eigentlich schon mal es anstricken wollte. Also es werden auf jeden Fall einfach ja, Socken. Auch die Industriegarne, die mit Farbverlauf sind, werden auf jeden Fall Socken werden. Da bin ich auf jeden Fall noch eingedeckt. Genau, und das hatte ich auch einmal reingezeigt schon. Finde ich auch eine total schöne Färbung. Ja, auf jeden Fall, das ja, werden einfach Socken. Das heißt jetzt hier Wintervergnügen. Ich habe gar nicht den Namen vom anderen, habe ich jetzt nicht rausgesucht. Aber ja, super schöne Färbung. Dann habe ich natürlich noch
meine Färbung hier liegen. Da muss ich mal gucken, wann ich die anstricke. Und ich habe auch noch 3 Stränge ungefärbte Sockenwolle. Also hier einfach diese weiße. Da hatte ich ja eh gesagt, dass ich bis zum nächsten Strickvlog oder Strickpodcast auf jeden Fall die noch färben möchte. Und was ich noch habe, wo ich jetzt mir auch überlegt habe, dass ich es färbe, das wird ja einfach so, also hier ist schon so ein bunt gedrehter Faden drin. Das ist auf jeden Fall auch zum Färben eigentlich gedacht, diese Wolle. Ich habe am Anfang hatte ich mir auch überlegt, dass ich die einfach so verstricke, weil ich weiß mit bunt eigentlich auch ganz schön finde. Das hier ist auch eine Aktivsockenwolle vierfach, 25% Polyamid und 75% Schurwolle, also ja, Standard Sockenwollqualität. Da muss ich mal schauen, vielleicht färbe ich die auch gleich mit im nächsten Rutsch. Blau ist hier halt schon sehr viel drin. Da hatte ich mir auch überlegt, ob ich das tatsächlich einfach komplett in so einem hellen Grauton färbe. Und genau, dann ist es eine graue Sockenwolle mit bunten Sprenkeln. Das fand ich, glaube ich, ganz schön. Ja. Zuletzt in der Rubrik Sockenwolle hatte ich ja letztes Jahr einen Adventskalender. Und das ist jetzt hier so eine Sockenwollstärke. Der Adventskalender war ursprünglich mit einer Tuchanleitung. Da hatte ich dann so Mystery Knit-Alongs sind nicht ganz mein Fall. Ich möchte mal ganz gerne wissen, was ich da stricken werde und oder stricke. Und genau die ersten Farben fand ich auch super schön, die da kamen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, also alle Farben einzeln für sich waren auch total schön, aber in einem Projekt kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Ich habe jetzt hier mal 6 Socken Stränge oder Mini-Stränge von diesem Adventskalender rausgesucht. Das war der Adventskalender von Das Wohnschaf. Ich weiß nicht genau, ob die verschiedene Qualitäten hatten, beziehungsweise manchmal haben sie auch unterschiedliche Farbschemen. Das weiß ich nicht. Ich hatte auf jeden Fall den, wo ja auch diese 6 Farben drin waren. Wie gesagt, jede Färbung an sich total schön. Aber für mich einfach kein Projekt, was ich in eins stricken möchte. Ich habe mir auch noch nicht überlegt, was ich mit den Strängen mache. Ich hatte einmal überlegt, sie anders anzuordnen, als sie im Kalender gedacht waren für den Schal. Und dann daraus eine Decke zu stricken. Ich glaube aber, dass... Na, wie viele waren das? Ich habe 19 Stränge à 20 Gramm. Dass 400 Gramm einfach zu wenig sind, weil die Decke, die ich letztes Mal gestrickt habe, waren ja, glaube ich, schon 500 fast. Da muss ich mal gucken. Oder ob es Socken werden, wo ich einfach immer so 4, 5 Farben kombiniere und die dann verstrick. Das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, an sich die Farben gefallen mir total gut. Man könnte, glaube ich, einen Farbverlauf draus machen. Das habe ich mir aber noch nicht ganz überlegt. Jo, dann... Wenn wir hier mal weitergehen, genau, da sieht man nur so eine ganz kleine Ecke. Also ich habe noch diese 6 Stränge von dieser ganz weichen Seiden-Alpaka-Mischung. Ich weiß gar nicht genau, was noch drin war. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem Video vorgestellt. Das ist die Wolle, weshalb ich angefangen habe zu färben. Genau, ich vermute, es wird ein... grau-schwarzer Pulli sehr schlicht werden. Grau als Grundton. Vielleicht muss ich dann noch ein dunkleres Grau kaufen. Vielleicht mit schwarzen Sprenkeln das Garn. Und wie gesagt, also ganz schlicht werde ich die färben. Ein Probestrang werde ich da auf jeden Fall mal färben auf dem Sockengarn. Ich weiß, dass ich das unterschiedlich verhalten kann. Muss aber auch sagen, dass jetzt direkt auf diese etwas teurere Wolle zu gehen, quasi, das traue ich mich dann einfach nicht. Also da mal schauen, was dann daraus wird, welche Farbe genau. Yep. Dann hatte ich glaube, es ist auch schon ein paar Folgen her, gezeigt, dass ich die Brigitte Nummer 2 gekauft habe.
Genau, da sieht man auch, da sind sehr viele Knäuel von da. Brigitte Nummer 2 in der Farbe 14. Hier wollte ich ja dann das Kleid rausstricken. Also ein ganz langes Pulloverkleid. Ich habe hier von 12 Knäuel. Das sollte, denke ich, locker reichen für ein Kleid. Mal gucken, wie lang. Auf jeden Fall über dem Knie endend, aber es soll nicht so ein ganz kurzes Mini-Kleid werden. Da bin ich auch noch am Überlegen, kommt ein Muster rein oder vielleicht tatsächlich ein Raglan von oben, aber ganz schlicht und rechts, damit es auch lange gefällt. Da muss ich mal gucken. Ja, was haben wir dann noch? Die zwei Garne hatte ich schon gezeigt, auch in der letzten Folge. Deswegen nur ganz kurz, einmal die Tin Lin in Farbe, ich weiß gar nicht, ob die hier eine Farbnummer haben. Ja, kann ich aber schlecht lesen. Ich glaube 2331, das war ein Baumwoll-Viskose-Leinen-Gemisch mit 220 Meter auf 50 Gramm. Und dann die Mandarin Petit in der Farbe 1099, also schwarz, mit 180 Meter auf 50 Gramm. Das hier ist eine reine Baumwolle und tatsächlich habe ich hier schon angestrickt. Deswegen, also ja, das zähle ich fast schon nicht mehr zum Stash, weil ich hoffe, dass es einfach in ein paar Wochen fertig ist. Und ja, dann raus ist aus meinem Stash. Dann sieht man da in der Mitte noch so ein paar kleinere Knäuel. Das sind Reste von einem Pullover noch, den ich mal mit so einer Colorwork-Passe gestrickt hatte. Da weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Ich habe hier, ja, man sieht es ja, ne, da ist noch die Bingo Melange und ja, dieses beige Garn von meinem Pulli hier. Ja, das sind alles so Restgarne. Da weiß ich tatsächlich noch nicht, was ich damit mache. Ich kann jetzt auch nicht 10 Kinderpullover stricken, die ich verschenke. Mal schauen. Da bin ich mir einfach noch nicht sicher. Die werden wahrscheinlich noch ein bisschen warten darauf, dass sie zum Einsatz kommen. Ja, dann haben wir noch die Merino 120 von Langjans. Das habe ich auch schon einmal vorgestellt. Das sind alles Garne, die jetzt hier am Ende kommen, die noch nicht so lange in meinem Stash sind. Da sind wahrscheinlich die Sockenwollen mit die, die am längsten im Stash sind, wo ich auch noch einige paar Socken von stricken kann. Genau, aber zurück zur Merino 120 von Langjans. 100% Merino-Wolle, super fein in Anthrazit und Hellgrau. Das Anthrazit, da habe ich 10 Knäuel von und von der hellgrauen Wolle habe ich 3. Genau, hier muss ich mal schauen. Ich tendiere ja noch, oder ich würde ja gerne den einen Pullover, ich glaube, es ist auch von Petit Knit, stricken. Ich gucke mal eben in meinen Ravelry-Account, der so ein Reißverschluss hat und ein bisschen höheren Kragen. Einen Moment. Und zwar ist das von Petit Knit der Zipper Sweater Light. So. Dieser Pullover, den möchte ich gerne noch stricken. Ich muss einmal nachschauen, das weiß ich gerade nicht genau, ob da diese Wolle ausreichen würde. Ich vermute fast nicht mit dem Kragen und allem. Das heißt vielleicht, ja, entweder mache ich eine eigene Farbkombi draus oder es wird tatsächlich was ganz anderes und ich werde dafür nochmal Wolle kaufen. Ja, dann sehen wir noch ganz rechts oben diese zwei Farben von der Sandness Alpaka. Moment. So, ist eine Knolle schon ein bisschen zerrupft hier. Also diese zwei Farben, Sandness Alpaka, das ist eine reine Alpaka-Wolle mit 110 Meter auf 50 Gramm. Die zwei Farben hier, daraus wollte ich ein Tuch stricken, so ein Dreieckstuch. Jetzt bin ich mir aber tatsächlich gar nicht sicher, ob mir das zu haarig ist und dass es mich so ein bisschen piekst. Ich
Müsste mal gucken, ob das nicht vielleicht auch reicht mit 10 Knäueln. Müsste das vielleicht auch für einen Pullover oder so reichen. Genau, da schaue ich mal. Ich vermute, es wird kein Tuch, auch wenn ich es dafür geplant hatte. Diese Wolle hier hatte ich mal in Kopenhagen gekauft. Da hatte ich ja eine Dienstreise und bin danach noch ein Wochenende geblieben. Da kam auch mein Mann noch mit hin. Genau, das so ein bisschen als Andenken gewesen. Ja, also wahrscheinlich kein Tuch, sondern ein Pulli. Mal schauen. Ja, und dann ganz unten rechts in der Ecke haben wir noch die Cool Wool in zwei Farben. Hier sieht die Banderole auch schon ein bisschen mitgenommen aus. In einem knalligen Grün und in einem dunklen Blau. Und diese Wolle hatte ich für einen Schal gedacht. So einen Loop-Schal. Auch hier suche ich mal eben die Anleitung raus. Der sollte mit Dinos sein, also dunkle blaue Grundfarbe und dann grüne Dinos darauf. Für meinen Neffen. Und es heißt No Internet oder er heißt No Internet Kaul. Finde ich auch total cool, dass ich mit Dinos und Kakteen. Genau, der ist auf jeden Fall noch in Planung. Ja, der ist aber auch noch so klein. Ist ja gerade knapp über ein Jahr alt jetzt. Ich glaube, der braucht ihn jetzt gerade noch nicht. Und jetzt hätte ich überlegt, ob ich eine kleinere Version mache mit nur einem Muster, mit nur einem Mustersatz und nicht zwei übereinander. Um jetzt schon mal so einen kleinen zu machen und dann später vielleicht noch mal einen, der ein bisschen dicker ist, mit zwei Mustersätzen. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, ob sich das jetzt schon lohnt. Da muss ich auch noch mal mit meiner Schwester sprechen, ob sie das, ja, ob das schon nötig ist. Ich habe da keine Ahnung. Ja, mal schauen. Ja, genau. Und dann zur zweiten Schublade. Man sieht, ja, also super viel Sockenwollreste, die ich eigentlich nochmal zu so kleinen Söckchen verstricken wollte. Eventuell auch zu noch Sockenpaaren, wo ich einfach ein paar, ja, Reste kombiniere. Oder wenn der Rest noch so groß ist, einfach nur spitze Ferse und Bündchen in einer anderen Farbe stricke und dann die gemusterte Wolle für den Hauptteil nehme. Da muss ich mal gucken. Dann sieht man da noch drei Knäuel von der Maiboshi-Wolle. Das war ja mal so ein Häkeltrend, nenne ich es mal. Früher habe ich ja gar nicht gestrickt und nur ab und zu mal gehäkelt. Und das ja, ist so ein kleines Überbleibsel davon. Da hatte ich ein paar Mützen gehäkelt und ich glaube, ich hatte auch einen Schal aus so einem Maiboshi-Buch. Ja, da kann ich mich gerade nicht mehr so richtig doll für begeistern, einfach weil es auch ein hoher, ja, Kunststoffanteil drin ist. Ich muss mal schauen, vielleicht lässt sich daraus ja nochmal so ein Körbchen oder irgendwie so häkeln, so ein Utensilo. Ich muss mal schauen, dass, ja, das auf jeden Fall nochmal verarbeitet wird. Dann sehen wir da noch zwei Zauberbälle oder Reste davon. Da muss ich mal schauen. Ich denke, das wird nochmal irgendwie so ein kleines Kinderprojekt. Vielleicht ein Mützchen oder so. Die Farben lassen sich ja notfalls auch gut kombinieren, dass ja, man da einfach noch was Sinnvolles draus macht. Dann sind da einige Reste von meinen Pullovern, wie ich ja schon erwähnt hatte, wo ich einfach so kleine Teile aufhebe, falls was kaputt geht. Und dann sieht man da zum Beispiel noch ein Knäuel von der langen Quattro. Da hatte ich zwei gekauft und habe gedacht, ja, ich häkel da noch mal ein paar schöne Topflappen. Den wollte ich eigentlich noch holen, aber ich jetzt vergessen. Ist auch nicht wahnsinnig spannend, sage ich mal. Einfach halt ein bestimmtes Muster gehäkelt in so einem ja, Quadrat. Und der zweite, der ist bisher noch nie fertig geworden. Ist auch natürlich mit einer sehr kleinen Nadel gehäkelt worden, damit es schön stramm ist oder halt auch dicht und man sich nicht die Finger verbrennt. Da muss ich mal schauen, ob ich mich da vielleicht nochmal motivieren kann. Auch einfach, damit das mal fertig wird, beziehungsweise verhäkelt ist. Genau.
Soweit zu meinem Stash. Das war jetzt so ein kurzer und schneller Durchlauf. Genau, auf den Bildern sieht man ja, es ist jetzt nicht alles das, was ich gezeigt habe. Gerade bei der Sockenwolle habe ich jetzt gedacht, dass es vielleicht nicht super interessant ist, da jedes einfarbige Knäuel einfach in die Kamera zu halten. Deswegen soweit, wie es jetzt ist. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Verlosung. Ich habe mich mal informiert, wie das so funktioniert und habe jetzt hier eine App runtergeladen, wo ich schon mal mein Video reingeladen habe oder den Link davon. Das heißt, genau, man sieht hier einfach das Video und die Kommentare. Das waren 52. Wobei natürlich auch ein paar von mir dabei sind, weil ich schon versuche immer zu antworten. Dann gehe ich mal auf Weiter. So, alle Kommentare. Weiter. Jetzt muss ich noch die Anzahl der Gewinner. Das ist einer. So, und jetzt gehen wir mal auf Wähle einen Gewinner. So. Jetzt. Kommentar 10 und zwar Birgit Feenzauber39. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich freue mich sehr. Ich hoffe, du dich auch und dass du was Schönes damit anfangen kannst. Damit du mir deine Adresse übermitteln kannst, würde ich mich über eine E-Mail freuen und zwar an kontakt@maschinerina.de. Ich schreibe das auch noch mal unten drunter, die E-Mail-Adresse. Generell habe ich mir die jetzt einfach eingerichtet, dass wenn ihr irgendwie ja, mich mal kontaktieren wollt oder mir einfach eine E-Mail schreiben wollt, dass ja, dass darüber eine gute Möglichkeit ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Liebe Birgit, herzlichen Glückwunsch nochmal und schreib mir gerne die E-Mail mit deiner Adresse, damit ich das Päckchen losschicken kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 bis 3 Wochen dann zur regulären Podcast-Folge oder ja, Vlog-Folge. Und bis dahin genießt das Wetter noch. Es ist ja super heiß gerade und ja, strickt fleißig. Bis bald!